Ich sollte da draußen sein und den Menschen helfen. Unwissenheit ist ein Segen. Oh Gott, Erfolg freigeschaltet, Bliss zum Ende der Welt. Wieso? Oh, und hier wieder schöne idyllische Musik. Okay. Da hätten wir ein Prepper-Versteck. Und McCullows Werkstatt. Ein Bootsladen haben wir da. Ich hoffe, da ist auch ein Fahrzeug, ein Auto oder ein Quad. Reisen wir nämlich mal kurz dorthin. Wenn man nicht auf sich selbst aufpassen kann, wird man es hier. Ja, ist in Ordnung. Okay. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht auch mit dem Boot fahren können. Aber jetzt fahren wir erstmal mit dem Auto. Okay, soll er sich mal drum kümmern? Achso, das sind unsere, ne? Die allerdings nicht. Oh! Fuck. Noch Nick ist in Ordnung, okay. Nick geht's gut. Dir gucke ich beim Verbluten zu. Alles klar. Oh, die ist hinüber. So. Einmal hier plündern und lesen. Ich habe euch gewarnt, die Sekte ist verrückt geworden. Aber ich habe mir schon lange einen Rückzugsplan überlegt. Ich werfe meine beste Ausrüstung in mein bestes Auto und dann verpisse ich mich. Fang gar nicht erst an, mich egoistisch zu nennen. Ich habe euch ein paar Kleinigkeiten dagelassen, mit denen ihr gegen die Sekte kämpfen könnt. Und meinen zweitbesten Wagen, Midnight Ride. Wenn ich wüsste, wo ich den Schlüssel gelassen habe, er ist irgendwo in der Garage. Viel Glück. Oh. Zeit zum Feuern. Was, der ist hinterm Stein und hat mich bemerkt? Was ist das denn für eine verbackte Scheiße? Naja. Jetzt rettet dich nicht mal mehr. Irgendwo hier drinnen soll ein Schlüssel sein. Ich komme hier nicht. Ich komme hier aber nicht. Was war das? Ah. 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 Wo kann ich denn die... Was ist das denn? Wo kann ich denn hier aufmachen? Hier durchs Garagentor geht nicht.
Hier ist Garagentor, kann ich eben auch nicht öffnen. Okay. Muss irgendwie da drüben gehen. Hier kann ich keine Bremse mehr lösen. Hier kann ich nicht hochspringen. Fuck. Kann ich irgendwas zerschießen? Kann ich hier irgendwo drauf schießen, damit sich das öffnet? Was? Nein. Ah, ah. Ich glaube, hier. Oh. 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 Ich denke wieder viel zu kompliziert. Ab, 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 ab. Was? Okay, ich dachte schon, ich steck fest. Ah, hier ist der Schlüssel. Oh, ich dachte, ich kann hier rauf. Komm. Jetzt spring da raus. Mann. Dann eben nicht. So. Na gut. Dann eben nicht. Yeah. Das ist 1973er Pymalon Pygmalion SSR. Jo, ist in Ordnung. Oh. Was ist das für ein Lied? Achso, ich dachte, ich kenne das irgendwoher. Ja, gut. Gehen wir mal ein bisschen klettern. So, dann schwingen wir uns einmal hier hoch. Oh. What? Kann ich von hier oben den Posten überhaupt? Nein, kann ich nicht. Autsch! Bär! Okay. Ich glaube, der Bär ist weg. Ja, moin. Ich muss einstecken. Willkommen in Luftangriff County. Bevölkerung. Haben wir eigentlich schon mal Büffel getötet und die Haut einkassiert? Weiß ich gar nicht, aber Bison meine ich natürlich. Bison-Büffel, da gibt es doch keinen Unterschied. So, kommen wir hier hoch. Ja, ja, noch ein Stück. Und was ist das da vorne? Liegt halt einfach so rum. Ja, gut. Boah, wir haben wieder so viel Kohle.
Aber von hier aus können wir doch was reißen. Ah. Was? Warte mal. Ach nee, ich dachte, ich muss hier was befreien. Oh. Was? Ich habe einen Kugelhammer im Koffer. Die Sekte erntet diese weißen Blumen. Das arbeitet sie in einem Labor. Das erinnert mich an Far Cry 3 Blood Dragon und da ist auch schon ein Poster. Hey. Das Drehbuch sagt, wir wachen in völliger Stille auf. Hat irgendeiner von euch das verfickte Drehbuch gelesen? Warte, du bist neu. Willst du beim Film arbeiten? Natürlich willst du. Du bist die Lösung aller Probleme. Die Geschichte. Aha. Ein Niemand aus einer Kleinstadt. Du kommt gerade rechtzeitig, um einen weltbekannten Künstler zu retten. Mich, Guy Marvel. Der Film. Heißt er wirklich Marvel? Ist seit 4 Jahren in der Mache. Und Guy lässt sich nicht stören. Nicht von diesen verfickten Pöbeln. Ohne jegliche filmische Vision. Weißt du, wie viele verfickte Preise Blood Dragon 3 einstreichen wird, wenn wir dieses Monster richtig drehen? Alle! Außer, dass sie gegenständig überflogen wird. Eine 160 Dezibel Krachmaschine. Und wir brauchen absolute Ruhe für diese Szene. Sei der Held, Kleiner. Der erste Assistent erklärt dir alles. Guys eigenes Genie braucht erstmal einen Schönheitsschlaf. Ruhe am Set. So, ich will noch mal kurz hier Boomer streicheln. Du Süßer. Es sollte in einem gemütlichen Tonstudio sein, statt in einem akustischen Albtraum mit einem Kontrollfreak. Legen wir los. Komm her. Faith ist der geborene Junkie. Sie hat einfach Drogen gegen einen Vaterkomplex eingetauscht. Oh. Hauptsache, es macht sie high. Ein schneller Schlag auf den Kopf mit etwas Schwerem. Das sollte ausreichen. Du, ich bin nicht der erste Regieassistent. Nur der Tonmann, Dean. Guy hat den Kerl gefeuert, als er keine scharfe Munition bei den Kühen benutzen wollte. Also seine geniale Idee ist, dass man eine Szene wie beim Stummfilm dreht. Nur eben mit Ton. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wie gut das läuft. In der Wildnis von Montana? Na sowas. Hier ist es scheiße laut. Und du sollst die Geräusche ausschalten. Das meine ich wörtlich. Hörst du die Hupe? Genau dieser Scheiß muss aufhören. Beseitige den Lärm, koste es, was es wolle. Ja, gut. Als wäre es noch nicht schlimm genug. Wir müssen uns auch noch um diese Angels kümmern. Das ist doch verrückt. Hörst du die Hupe? Ah, die Hupe da. Zerstöre den hupenden Laster. Now this looks like a job for me. Now everybody just follow me. So. Komm schon, mach die Hupe platt. Nicht so schüchtern. Oh, da kommt schon der nächste. Scheiße. Da kommt. Oh fuck, was war das denn? Ich will doch nur eine scheiß Hupe hier ausschalten. Kommt der Nick jetzt endlich mal? Ja! Ah ja, stimmt, das müssen wir zerstören. Hm, Dynamit? Nee, hier. Genau, die ferngezündete nehmen wir. Puma? Komm her. Puma? Oh, danke. Okay, komm wieder her. Ich horche nach anderen Problemen. Einfach nur, um Ruhe zu haben. Kann ich das gleich von hier oben alles sichern? Wäre cool, ja. Oh. Ich sehe
Ich würde unsere Freunde treffen. Okay. Ach so, das ist eine von uns. Das treffe ich. Ah, hier drüben eher. Nice. Nein, beweg dich doch nicht. Na komm, Boomer. Ja, easy. Das riecht nicht gut. Komm zurück. Das muss mal eine Kriegsgeschichte werden. Oh, da drüben sehe ich doch schon wieder was. Heilige Kanonenscheiße. Gottverdammte Musiktrucks. Jetzt kommen hier die Angels. Schalte die Trucks und die Angels aus. Ich habe meinen Raketenwerfer nicht mehr. Verstanden. Nice. War richtig schlecht getroffen, wenn du meine ehrliche Meinung hören willst. So, das macht er schon. Was, der steht immer noch auf? Hast du den Mähdrescher gesehen? Schnapp dir das Ding und schalte die Angels aus. Warum auch nicht? Wir sind eh schon hirntot. Ja. Moin. So, das war einer. Die Felder düngen haben wir auch einen Erfolg freigeschalten. Willkommen in Luftangriff County. Oh shit. Bratatat. Oh, da ist auch noch einer. Hey. So geil. So. Habe ich jetzt ernsthaft Puma überfahren? Scheiße, ich habe Puma überfahren. Nein! Ihr Schweine! Autsch! Fuck. Ich habe das Ziel in Sicht. Oh, ganz viele hinter mir. Ich glaube, dann nehme ich dann doch lieber mal den hier. So ein schöner Tag zum Luftangriff. Whoops. Es ist wirklich wie ein, so ein Zombie-Spiel. So, vorsichtig. Noch mehr? Jetzt ist aber auch langsam mal gut. Ganz langsam, nicht, dass wir Boomer noch erwischen. So. Wieso ist eigentlich... Bereit in 19 Minuten?
wieso 19 Minuten? Alles klar, nehmen wir den. Eine Portion Bourschau mit Pommes. Kommt sofort. Wer nicht abliefert, okay, wird ersetzt. Ich bin hier. So, warte. Dann packe ich mal ganz kurz hier unten. Ich nehme das Geschütz hier. Ernsthaft. Aha. Diese Beta, die du gezeigt hast. Intensiv. Oh, Kai hat sich dabei eingeschissen, aber gut. Endlich kann Kai seine Magie über den ganzen Film spritzen. Blood Dragon 3 wird ein Meisterwerk. Ganz ehrlich, das muss er aber auch. Kai kann nicht mehr länger an so einer Scheiße wie Far Cry arbeiten. Lieber klemmt er sich die Eier in einer Schraubzwänge ein, als ihre verfickten Meinungen über Weltenbau, Konsistenz und Spielermotivation und Glaubwürdigkeit anzuhören. Dann lieber Freitod. Oh, und das vorhin war ernst gemeint. Geschlossenes Set. Verpiss dich mal hier. Was? Was? Omega-Anzug? Alles klar. Was wollte ich? Ach ja, Map wollte ich gucken.